Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Myst Survival, einem Survival-Horror-Game. Ja, das ist, das noch in der Early Access ist, es aber in sich hat. Wir sind alleine in dieser großen, weiten Welt unterwegs und müssen uns gegen stetig auftauchende Zombies erwehren. Wir müssen eine Basis bauen, müssen erkunden, müssen uns schützen. Was dadurch erschwert wird, dass in unregelmäßigen Abständen immer wieder ja, ein düsterer Nebel aufzieht und das Land mit Untoten überschwemmt. Erschwert wird das Ganze noch durch sogenannte Räubercamps, wie wir sie hier vorne haben, und es geht direkt weiter. Wir sehen, es ist schwer bewacht, speichern wir also mal. Hier sehen wir bereits schon eine Patrouille bzw. zwei Patrouillen, die um das Haus herum schlawenzeln. Gucken wir mal, ob wir sie einigermaßen töten können. Natürlich sind Lebende nicht wie Zombies. Die sollten rein theoretisch wesentlich intelligenter agieren als Zombies. Ist ein Stein, den brauchen wir aber nicht. Wenn du dich jetzt auch noch umdrehst, mein Freund. Toll. Wie gesagt, sie agieren wesentlich anders als Zombies. Bam. Gut, dass wir gespeichert haben. Nee, da will ich aber nicht hin. Quiet to Menü, da sind wir ja relativ easy. Wir gehen einfach wieder zurück ins Menü, um neu zu laden. Das war ein Satz mit X. Genauso wie bei dem Hotel der Toten, der lebenden Leichen, werden wir uns jetzt hier einen Weg in dieses, ja, in diesen Unterschlupf erzwingen. Auch wenn ich es scheiße finde, dass die mich so schnell entdeckt haben. Aber gar kein Problem. Wir müssen Sicherheitsabstand wahren. Die natürliche Deckung ausnutzen. Und wenn man genau hinhört, dann hört man auch die Schritte dieser Nutzer. Aber wir wollen ja nicht genau hinhören, wir wollen ein bisschen Späßchen haben. Mir scheint es fast so, der vorhin hier gerade noch lang gegangen ist, ist nicht mehr da. Eine schwere Feststellung, weil er ist einfach nicht da. Mit anderen Worten, wenn man einen gespeicherten Spielstand wieder aufruft, ist der nicht exakt so wie der vorherige. Hier scheint es so zu sein, dass das Licht durchscheint. Wahrscheinlich ist hier hinter der Wand ein weiterer Wächter. Also gut, da ist ein Wächter, den wollen wir natürlich irreführen. Schön mit einer roten Kapuze auf dem Kopf, damit er auch sofort auffällt, stellt sich auch direkt neben das Feuer. Scheiße. Er blickt in, genau in die Richtung, in die wir wollen. Also bleibt uns nichts anderes übrig, erst diesen Wächter dort zu eliminieren. Jetzt bräuchte ich ein Scharfschützengewehr mit
Tür reinhuhn. Jetzt bräuchte ich ein Scharfschützengewehr, am besten mit Schalldämpfer. So, erstmal speichern. Kein unnötiges Risiko eingehen. Er läuft ja eh immer die gleichen Touren. Ich muss nur die Zeiten rausfinden. Water needed. Ja, ja, klar. Das kommt natürlich genau jetzt richtig. Wie soll es auch anders sein? 4, 5. Na toll. Lange das dauert das jetzt, bis er sich wieder bewegt? Ach komm, beweg dich schon wieder. Darf doch jetzt nicht wahr sein. Komm. Ist er jetzt festgefroren? Hat er irgendwie die faule Rites bekommen? Hat er keine Lust mehr? Keine Ahnung. Ich wette, wenn ich hinter ihm bin, dreht er sich um. Sieht der andere mich nicht? Doch. So, das war Nummer 1. Er hat auch die faule Rites, der steht lieber rum, anstatt zu patrouillieren. So mag ich das. Brokkoli. Ein Millimeter haben wir schon. So, erstmal speichern. Wir sind ja jetzt schon mal ein ganzes Stückchen weitergekommen. Very good. Was ist hier? Peter. Hier scheint, die sind noch verbuggt, die Apple. Ein Wasser drin, aber auch gar kein Problem. So, wir werden jetzt erstmal wieder, wie gehabt, speichern. Mir fehlt hier so eine Art Autosave-Knopf. Ah, viel Pfui, trink Coca-Cola.
Auch darfst die Plauze immer größer werde und mal schön an Diabetes erkrankt. Ich spreche aus Erfahrung, ich liebe Coca-Cola über alles und es hat mir im wahrsten Sinne des Wortes die Gesundheit ruiniert, aber dagegen arbeite ich ja seit Anfang dieses Jahres wieder extrem an. Es schläft keiner im Haus. Oh, weitere 3 Punkte. M4 Rifle, okay. Ja, wenn ich jetzt mal wüsste, wie man hier Türen und so weiter öffnen könnte. Also ich habe bis jetzt noch keine Lockpicks gefunden, mit denen man das machen könnte. Und alles in allem ist dieser kleine Unterschlupf zwar nett, aber auch sehr überschaubar. Fill the tank. Ich habe keinen Tank. Hat der Reifen? Nein, natürlich nicht. Ich denke, in den 2 Häusern waren wir in der vorherigen Folge schon gewesen. Wir mit der Pumpgun den beiden Untoten im wahrsten Sinne des Wortes schnell gar ausgemacht haben. Ja, hier waren wir definitiv schon gewesen. Ah ja, da hinten ist noch dieses, ist es das? Ist das der Hochstand? Nee, ne? Eine andere Hütte. Ein Schloss am Wörthersee, am wunderschönen Wörthersee. Ah, hier haben wir einen kleinen Hühnerstall. Meine Oma fährt dem Hühnerstall Motorrad. Man hört hier kein Schlurfen, man hört hier kein Grunzen, also ist dieser Bereich relativ klar. Was haben wir hier? Einen Generator, einen Stromgenerator. Eine glimmende Glühbirne.
Ja, das sieht hier aber auch relativ sicher aus. Ich würde sagen, hier machen wir einen kurzen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war natürlich eine relativ ereignislose Folge. Ja, klar, das liegt daran, weil wir noch viel entdecken müssen. Und ich ehrlich zugeben muss, ich habe ein wenig die Orientierung verloren. Aber das sieht da hinten, sehe ich einen weiteren See. Ich denke, da werden wir als nächstes hinlaufen. Das dürfte uns wieder zu unserem Ursprungsort zurückführen. Und schon haben wir einen kleinen, aber feinen Kreis gedreht. Nun, wenn euch die Folge gefallen hat, denkt dran, oder bitte denkt dran, unterstützt mich und meinen Kanal. Support ist kein Mord. Likes, Kommentiere, Videos teilen, alles das könnt ihr für mich machen, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten haltet die Ohren steif, euch einen wunderschönen Samstag, den ersten Samstag im neuen Jahr. Bis später denn. Ciao.